Lass uns Blackjack spielen. Ich bin dann mal die Kartengeberin. Brauche ich keine Erklärung für. Wir spielen 5 Runden. Machen wir 10 draus, das ist kein echtes Spiel. Dealer muss bis 16 ziehen und auf der 17 stehen. Okay, gut zu wissen. Alter, was hauen die hier raus? Also, wir haben insgesamt 100 Pokerchips. Da kann man schon mal in der ersten Runde 20 geben. Ohne überhaupt eine Karte zu haben. Oh, 15, da ziehe ich doch nur einen. Logger. Ah, dass ich überkaufe, der Vollidiot. Ich Ziehen. ziehe. Hätte ich aber auch verloren. Ich hatte ja nur 15. Über die 18 wäre ich ja da nicht gekommen. So, sehr gut. So, machen wir nochmal 20. Endlich ein Upgrade, was das Spiel angeht. Das weiß ich noch nicht. Oh, bei 11, da kannst du. Da kann ich verdoppeln. Verdoppeln. Ja, natürlich die 21 bekommen. Don't do this to me. What the fuck? Okay, gar kein Problem. Solange wir noch Münzen haben, sind wir noch im Business. Ich habe ein gutes Gefühl, ich setze alles. So viel habe ich gar nicht. Minus 41? Fuck. Ich wusste nicht, dass das geht. Blackjack. Hat irgendjemand mein gutes Gefühl angezweifelt? Ich wusste genau, was ich hier mache. Gib mir all die Münzen, die ich gesetzt habe, die ich gar nicht hatte. Dankeschön. Dankeschön. Oh, der eine ist schon dick in den Miesen. Das tut mir leid anzusehen. Guck mal, wenn ich 40 setze, dann bin ich immer noch klar über dem, was ich heute mit ins Casino gebracht habe. Ja, bei 20 muss ich heilen. Da hilft ja nichts. Die Frage ist nur, kommt der andere Halten. Typ drüber? Der Dealer. Sehr gut. Sehr gut. Gib mir meine Münzen. Dankeschön. Runde 5 ist meine Glücksrunde. Deswegen werde ich auch Lucky 55 in Runde 5 setzen, meine Freunde. Oh, da geht noch ein Ass. Ist kein Ass. Gibt nichts Gruseliges als 20 Punkte, weil du weißt, du hast eigentlich schon fast gewonnen. Halten. Aber halt auch nur fast. Vor allem, wo der Gegner eine 10 hat. Oh, der wird sich überkaufen. Oh, er bleibt stehen bei 18. Stand on 17, okay, das heißt, sobald er über 17 oder Dings ist, bleibt er. 66 in Runde 6. Das ist die Zahl des Teufels, das ist verboten. Das bringt nur Unglück. Sascha, wer sowas macht, der lässt sich mit dem Teufel ein. Ich hoffe, du bist bereit für das, was jetzt passiert. Ja, guck dir das an. Was für eine Scheiße. Ich zieh noch Ziehen. eine. Ich zieh noch Ziehen. eine. Der Teufel. Absolut gruselig. Okay, 7. Aber das ist klassischer Casino-Move. 7, 7, 7. Ups. Ich hätte auf 80 hoch und 3 runter gehen sollen. Teufel gewinnt im Casino immer. Oh, das ist kacke. Kann ich ja nichts gegen tun, ne? Das werden wir verloren haben. Aber wenn ich jetzt ziehe, wäre Irrsinn. Aber der hat dort eine 10 und bestimmt noch was Höheres. Ich bin auch der Erste, ne? Oh. Zieh, sagst du? Ich kann doch jetzt nicht ziehen. Los. Wer bist du? Jiminy Grille verdoppelt. Eine geht. Ich zieh. Ziehen. Ich muss gerade versuchen zu verstehen, was jetzt passiert ist. Zählt jetzt das Ass als 1 oder was ist passiert? Noch eine. Habe ich gerade nicht weniger K Punkte auf der Hand als vorher? Ziehen. Ihr Bitches.
Aber ja, du 20, ja. Also ich hätte auch nicht stehen bleiben müssen. Hätte ich auch verloren. Gut. Ich hab mit dem Ass und der 4 oder was es war, dem Ass und der 5, dann konnte man nur verlieren. Was für eine scheiß Zahl. 1? Nein. Ich muss jetzt 100 setzen, weil ich gerade so einen hohen Verlust hatte. Das hilft ja nichts. Man darf nur maximal 100 setzen, Frechheit. Oh Gott. Was wird denn das hier? Dann tu mir einen Gefallen und gib mir jetzt ein Bild. Oder ein Ass. Ass wäre optimal. Ziehen. Danke. Halten. Mehr möchte ich nicht. Easy. Ich habe dieses Gefühl, ich habe nicht so viel Geld bekommen, wie ich gesetzt habe. Uff, keine Ahnung. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Runde. Ich setze mal 60. Wir können es uns erlauben. Selbst bei einem schlechten Gefühl. So, er hat schon 10 Punkte. Der wird mit Sicherheit. Draw on 16, stand on 17. Wer jetzt eine Dame hat. Sechs, acht, vier, fünf. Halten. Ich kann ja keine fünf ziehen. Guck, er hat eine sieben gezogen. Damit wäre ich out gewesen. Fick den! Da kann ja keiner was gegen tun. 100 pro eine 5. Er hat eine 7. Ja, die nächste Karte aus dem Stapel hat er gezogen. Das war die 7. Bei mir wäre das auch die 7 gewesen. Zur letzte Runde. Da geben wir nochmal alles, was wir können. Muss ja keiner geizen. Ach, fickt euch an eure 16. Er hat nur eine Halten. 4. Der wird sich überkaufen. Der wird das kleine ziehen und dann große hinterher. Er darf hier auf der 16 nicht stehen bleiben. Fick. Alles. Ich bin mit 85 im Plus rausgegangen. Und damit gut ist. Da, wenn ihr euch anguckt, wie so die Schwankungen waren, zwischendurch war ich vielleicht mal bei 345, aber. Ja. Ich wollte gerade sagen, war ich nicht zwischendurch in den Miesen, aber. Ja, stimmt nicht, ich habe nur so ges. Entschuldigung, ich habe nur so gesetzt, dass ich in den Miesen war. Ich habe Blackjack gemeistert, Jungs. Dann kann ich ja jetzt ins Casino.